Schau, das ist HD, das kann man nachher alles scharf rechnen. Auch mit Feuerzeug. Okay, also. Hallo, habe ich eine Ausbildung? Schnell Schwenks. Die sind schön. Furchtbar. Ist ja fast wie beim ZDF. Es ist geil. Und das Sägewerk. Das ist geladen. Ich möchte das mal da hinfahren. Das ist Ari. The most powerful. Das ist doch unser Parkplatz. An der Stelle mir. Die Kollegen kommen. Eine Firma Libora. Produktion anschauen zu können und sicher auch das eine oder andere zu diskutieren, weil auch auf dem Gebiet Lichttechnik tut sich ja allerhand im Moment. Vielleicht, dass Sie sich kurz vorstellen. Mein Name ist Hinek Poppela, ich bin Vertriebsleiter Deutschland für Licht. Ja, mein Name ist William Dietrich, ich gehöre hier zum Team des Produktmanagements mit dazu, kümmere mich in erster Linie um unsere Studioprodukte, also um die Fluoreszern und die Tanks in Fresnes. Ja, mein Name ist Dennis Jagstin, auch Stephanskirchen ansässig, Produktmanagement Licht. Mein Bereich ist EW-Licht bzw. Licht für Dokumentarfilme, also der Bereich. Und ja, also vielen Dank nochmal an alle, dass Sie die Reise auf sich genommen haben. Ich hoffe, ja, mit ihm alle was mit heute. Ich bin Alexander Russo, auch Produktmanagement hier in Stephanskirchen, zuständig für Theaterscheinwerfer. Also auch nicht ganz mein Bereich, aber da ich so ein richtiger Frischling bin in der Branche, dachte ich mir, die Gelegenheit nutze ich doch was zu lernen. Ich bin Erwin Melzner, ich bin der Entwicklungsleiter hier für Licht am Standort. Ich war schon 10 Jahre da, also ich werde dann auch in der Folge noch einiges zu sagen haben, was im Entwicklungsbereich. Ja, wir haben ein schöner Ausflug geworden. Schönes Wetter. Ich habe schon gesagt, wir sollten eigentlich schon wieder rausgehen. Also es ist natürlich blöd, dass hier jetzt am Samstag hier nichts tut, also eine ganze Entwicklung hier. Aber also dieser Bereich hinter dieser Tür, wo es gerade durchgekommen sein, ist die Entwicklung hier. Und wir haben hinten ein paar alte Maschinen noch stehen, also Drehbänke und Stanzmaschinen zurzeit. Eine relativ neue geschwollene Maschine. Wir arbeiten nochmal zwei Musterbauer, also ein Muster und ein Heimwerktechniker. Die Leute sind vor allem beschäftigt, dass wir Sachen zusammenbauen, also montieren. Also hier ist das Labor. Sieht euch mit der Arbeit aus dem Höhe. Wir haben hier
Wir haben hier zwei Aufgaben. Die eine ist wirklich, die Produktbedingungen zu prüfen und eben so weit zu prüfen, dass wir die Zertifizierung dann auch kriegen, die zulassen. Und die andere ist, dass die Leute natürlich vorher mitarbeiten bei der Forschung und Voruntersuchung, dass die meisten Voruntersuchungssachen finden vor beim Rechner statt und nicht Simulationen und sowas. Aber hier werden dann die tatsächlichen Untersuchungen und den Lampen und den Entscheidungen gemacht. Wir haben eine Kooperation mit TÜV. Das kann man so im direkten Betrieb betreiben, als auch an der Ulbrichtkugel angeflanscht. Das zeige ich gleich noch. Das ist eigentlich das Instrument, mit dem man die Lichttechnik in Verbindung bringt. Das ist einfach eine große weiße Hohlkugel. Die Lampen, die Leuchtmittel werden in der Mitte montiert und strahlen dann in alle Richtungen ab. Das brennt ein. Ja. Ja. Top. Also 10.000 Kamera pro Quadratmeter tut es mehr. Wie geht es um die Millionen Kamera pro Quadratmeter? Das ist eine kleine Lichtpunkte. Ja. Ja, 17 Muster gebaut. Die Kinder fällt das jetzt an. Also drüben im Showroom steht auch einer. Ah, okay, weil das hätten wir schon mal ein bisschen. Ja, dann auch von der Elektronik, klar, früher war es ein Scheinwerfer, eine Holzsäge genommen, da steckt auch ein Zirkelwert drin. Wenn es ein Glühscheinwerfer ist, steckt gar nichts drin. Aber mittlerweile stecken dann auch solche Sachen drin. Komplette Mikroprozessorsysteme, Treiber. Ja, also auch das müssen wir uns dann beherrschen. Das ist jetzt eben dieses Neo-Leuchtmodul. Das haben wir von außen jetzt auch bauen lassen. Das ist ein kompletter kleiner Mikroprozessor. Die sind 12 LEDs auf dem Keramikträger. Und das ist sozusagen ein eigener kleiner, oder sagen wir der kleinste und komplizierteste Scheinwerfer, den wir hier gebaut haben. Das sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus, aber es ist ein sehr guter Einfluss aufs Lichtspiel. Ich muss hier die Regeln erzählen. Und den, was hier hinten sind, die Tüte. Das ist ja jetzt schon schön warm. Das ist temperiert, ja. Aber Regeln hat es sicher drin, weil das ist ja auch unser. Machen wir auch, aber nicht hier drin. Ja, nur im Außen. Der ist vielleicht schon einigen bekannt, also HMI-Scheinwerfer ohne Linsen, einfach durch die neue Reflektortechnologie. Einfach die alten Arri-Lights waren ja schon nicht mehr ganz so state of the art. Kleinere Geschichten, kleinere LED-Leuchten, alles andere sind breiter, müssen wir uns einzeln anschauen. Das und das, das noch nicht. Das ist auch noch Prototyp. Also hier haben wir Prototyp, das ist Zubehör drauf montiert. Überlegen, ob wir sowas machen. Wir nennen das gut. Im Prinzip kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Accurate, aber für einen Haarscheinwerfer. Er macht halt einen extrem gerichteten Beam. Ein geiles Kopfloch, das gefällt mir. Das ist gut, oder? Boah, das sieht toll aus hier. Nachtverfolgungsjagd.
Flo nicht zurückfallen lassen, dann haben wir noch mehr Autos vor uns. Ich sehe schon, du hast das System verstanden. Vielen Dank an die anderen Leute. Ja, vielen Dank.